Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Es geht weiter mit der Lucky Legacy Challenge. Und wir sind natürlich wieder hier mit Moon und ihren Wauwaus. Aber zunächst sehen wir hier auch den Sensenmann vor uns. Was hat das zu bedeuten? Die Welt geht unter. Die Welt ist auch für Moon untergegangen. Denn Jericho ist leider von uns gegangen. Bro, ich will keinen Treiber installieren jetzt. Oh, der Sensenmann ist weg. Alle sind gestresst und traurig. Die letzte Folge war schon wieder eine Tortur. Außerdem sollte vielleicht dazu gesagt sein, denn die süße Maus ist schwanger. Dinge sind passiert, würde ich dazu nur sagen. Was ich mir dabei gedacht habe, ist übrigens, dass wir den Grabstein erstmal behalten, weil wir versuchen ja, den Mann wieder zum Leben zu erwecken. Apropos, habe ich mich gar nicht informiert, wie das noch geht. Bringing Sims back to life, guck mal. Ja, okay, das funktioniert natürlich für uns nicht. Aber ich habe herausgefunden, wir haben natürlich das Book of Life, aber dafür müssen wir diese Aspiration schaffen. Und ich glaube, das wäre zu viel Zeit, die dafür drauf gehen würde. Ambrosia habe ich in letzter Zeit so oft gesehen, dass ich das jetzt auch echt ein bisschen langweilig fände. Aber Wishing Well finde ich ehrlich gesagt ziemlich cool. So, dass wir dann halt einfach in einem Park ein Wishing Well platzieren. Aber der Sim selbst muss das halt sich wünschen dann. Das heißt, wir müssen das platzieren, die Urne im Haus und hoffen, dass er schnell da wieder rauskommt. So, wir machen mal Verbindungen zur physischen Welt stärken und dann kann man ihn ja wieder zum Haushalt hinzufügen. Und wenn wir das haben, dann können wir ja auf jeden Fall zu einem Wishing Well gehen. Dann wird das sicherlich funktionieren. Derweil geht die Gute auch erstmal duschen und dann kann sie sich ja um ihre Gerichtsdokumente kümmern hier für die Arbeit, ne? Sie ist ja eine Person, die hier gut mit ihrer Arbeit zurechtkommt, etc. Ich meine, unter anderem deswegen, weil sie ein Vampir ist und deswegen auch nachts an Dingen arbeiten kann. Warum geht das nicht? Sit down, girl. Und dann sollst du bitte Gerichtsdokumente archivieren. Ja, jetzt geht's. An dem Punkt können wir aber natürlich auch unseren heutigen Dreh vollführen. Und dazu gehen wir natürlich hier hin und Generiado, das ist die 22. Hab'n Techtelmechtel. Oh. Jericho, komm bitte. Ich will mit keinem anderen Techtelmechteln. So, ich lasse sie jetzt einfach mal viel mit der Urne interagieren und hoffe einfach, dass das irgendwas bringt. Ich lasse hier sogar so eine Zuckerschädelgabe bringen. Das scheint was zu bringen. Ich weiß nicht, ob das irgendwas gebracht hat oder nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich kann nur hoffen, dass das jetzt halt irgendwas bewirkt und uns hilft. Ich finde auch süß, dass Rusty einfach hier davor liegt. Poor Baby. Wir lassen sie auch heute von zu Hause arbeiten. Falls er auftaucht, dass wir das halt auf jeden Fall dann auch erledigen können. Also mit ihm sprechen etc. Ich muss sie immer erst sitzen lassen, bevor sie mit dem PC interagieren kann. Das ist voll weird. Ansonsten meckert sie die ganze Zeit immer. Hä? Ach, diese Aussage ist nicht hier. Oh. Evelyn! Ist mega süß von dir. Oh. Aber wir versuchen alles, damit das hier wieder gut wird im Leben. Weil dieses Kind verdient zwei Elternteile. Yay, wir haben Geld bekommen dafür. Die Frau hat auch einfach gar keinen Spaß mehr in ihrem Leben, ne? Oh, das tut mir so leid. Jericho ruft an. Ich bin froh, dass du rangegangen bist, denn ich habe spannende Neuigkeiten. Ich habe den Job gewechselt. Praktikant bei Weltall. Okay. Weird, aber kein Problem. Dann hat er halt seinen Job gewechselt. Wir wollten ihn ja eigentlich in einer anderen Karriere haben, aber anscheinend wollte er das nicht. Ein Hasi! Oh. Vielleicht würde ich mich nicht über Hasis freuen, wenn Jericho durch einen Hasen gestorben ist. Warum sind die alle kaputt? What happened? Hey Moon, ich bin momentan echt am Boden. Nichts scheint zu klappen. Ich dachte, wenn mich jemand aufheitern kann, dann du. Versuche sie aufzuheitern? Ah ja, ich glaube, das stimmt. Ich helle die Welt mit meinem Lächeln. Ich fühle mich schon viel besser. Danke, Moon. Alles klar. Meine ehemalige Direktorin ruft mich auch immer an. Ganz normal. Moon möchte Geschicklichkeit mögen. Das ist kein Problem für mich. Es sind Hündchen unterwegs. Was? Oh mein Gott, ich kann nicht mehr. No fucking way. Kann mir doch keiner erzählen. Vor allem, wann ist das passiert, Bro? Er ist ein Würdi aufgetaucht. Das nenne ich Glück. Und das Erste, was er machen will, ist den Kackhaufen angucken. Wow. Oh, jetzt ist sie zu traurig für ein Techtelmechtel. Oh mein Gott. In Haushalt einladen. Moon muss besser mit Jericho befreundet sein. Nichts leichter als das. Vor allem, müssen die volle Leiste haben, oder? Oh mein Gott, ist das creepy. Da ist einfach ein Hase in ihm drin. Bitten, Baby zu fühlen. Das finde ich immer sehr süß. Ich kann ihn einladen direkt. Wow. Das ging schnell. Wieso jetzt nicht mehr? Oh mein Gott. Das stresst mich. Ah! Nein! Oh mein Gott, nein. Warum denn jetzt schon? Nicht sein, nein. Oh Gott, Alter. Dieses Let's Play macht mich einfach nur fertig. Ich kann nicht mehr. Was macht dieses Spiel mit mir? Ich kann den Sensenmann noch nicht mal anklicken. Ja, dann nimm ihn doch jetzt auch mit, ey.
Oh, no. Oh, Mimi hat Angst vorm Tod. Moon auch. Toll. Ich raste hier bald aus, ey. Aber wir lassen jetzt diesen Mann bei uns hier noch einziehen. Ich sehe das hier gar nicht ein. In Haushalt einladen. Gespenstisch. Lass einen Geist in dein Haushalt einziehen. Yay. Ja, mit dem Techtelmechtel wird jetzt nichts, wenn die so alle so traurig sind, wa? Dann machen wir das halt einfach im Laufe des Parts irgendwie. Was ist mit Mimi jetzt eigentlich? Er ist auf jeden Fall jetzt Astronaut. Das ist einfach zu wild, ey. Oh mein Gott, dieses Let's Play macht mich fertig. Ihr macht mich alle fertig, ey. Es ist alles schrecklich in diesem Leben hier. Ja, sie geht dann aber heute zur Arbeit, I guess. Sie möchte über ihre Ängste reden. Kann ich nachvollziehen. Ja, Moon ist auf dem Weg zur Arbeit. Dann drehe ich aber jetzt nicht nochmal, weil wir die andere Aufgabe ja noch nicht abschließen konnten. Das haben wir bisher ja dann auch so gemacht. Weil zwei offene Aufgaben haben, ist halt einfach irgendwie blöd. So, und er geht jetzt auch zur Arbeit. Ich finde Alessio Holland echt süß. Mach mal. Die Wehen haben eingesetzt. Toll, und ist keiner zu Hause. Ich kann nicht mehr. Ja, dann wird es ja wohl gleich soweit sein. I don't know. Ich habe keine Ahnung, wie sie diese Hunde nennen sollen. Wieso steht da Vorname bei Nachname? Und das macht doch nicht mal Sinn. Wie nennt man denn Hunde? Lass mal den Hund Bruno nennen und dann heißen die mit Nachnamen anscheinend Drew. Es war nur ein Wow? Und wir wurden befördert zur juristischen Sekretärin. Cool. Jericho ist auch zurück und anscheinend ist es ein Wow. Oh mein Gott, ist dieser Hund süß. Oh mein Gott, look at it. Rustys Seele lebt einfach direkt in seinem Kind anscheinend weiter. Wahrscheinlich ist es das Kind von Mimi und Rusty. Ja, tatsächlich. Also irgendwie ist es ja schon süß, aber es ist auch absolut random. Dann nimmst du jetzt diesen Hund und tust ihn nach drin. Also ehrlich gesagt bin ich froh, dass es nur ein Kind ist, weil das wäre jetzt auch ein bisschen zu viel gewesen für mich. Nimm diesen Hund hoch. Oh mein Gott. Heb diesen Hund hoch. Oh mein Gott. Bruno, hier absetzen. Sollen wir uns einfach so einen Wunschbrunnen hier hinstellen? Das macht so gar keinen Sinn, aber ich glaube nicht, dass wir heute noch in den Park kommen. Guck mal, dann kann er ja hier hinten stehen. Dann muss Mimi auch bitte gebadet werden, so langsam mal. Alter, das macht mich alles hier fertig, Leute. Okay, Mimi hat einfach keinen Bock, gebadet zu werden. Dann nicht. Dann geben wir jetzt eine Gabe von 1000, damit der hier auf jeden Fall auch glücklich ist. Yay. So, ich möchte bitte seine normale Dings ihm geben und dann möchte ich einen coolen Screenshot machen. So, er freut sich auf jeden Fall schon mal einen Keks. Sich etwas wünschen. Leben wünschen, müsste es sein. Okay. Ja, du hast keinen Spaß in den Backen, aber sei froh, wenn du dein Leben zurück hast. Okay, komm. Das war zwar nicht genau das, was sich Jericho gewünscht hatte, aber die Zutat in seinem Inventar könnte helfen. Dein Ernst gerade? Das habe ich mir anders vorgestellt. Wiederbelebt im Nu. Dann müssen wir auf jeden Fall irgendwie Tränke herausfinden, ha? Dann hat das ja nicht so gut funktioniert mit uns. Leider. Aber ich will halt nicht Ambrosia machen. Vor allem, wie gesagt, weil keiner so schnell jetzt an die Dings rankommt. Aber ich hole uns jetzt so einen Pot, womit man genau dieses Tränke-Mixen üben kann. Das kann man hier draußen machen. Und dann versuchen wir einfach, diesen Zaubertrank herauszufinden. Jetzt sollen die trotzdem versuchen, irgendwie miteinander zu techtelmechteln, weil das ist halt unsere Aufgabe. No, die haben ein Gefühl erhalten. Oh mein Gott, das kann doch nicht wahr sein. Ich würde doch gerade erst Kinder bekommen. Ich hasse dieses Spiel, Alter. Dieser Spielstand. Oh! Es ist alles schrecklich. Alles. Ich kann einfach nicht mehr, Leute. Ich muss die leider trotzdem techtelmechteln lassen irgendwie. Aber ich weiß nicht, wie ich die so sehr aufmuntern soll. Wir müssen halt die Grabsteine noch zum Friedhof bringen. Es ist alles schrecklich. Alles. Ich will denen das jetzt halt auch eigentlich nicht cheaten. Stimmt, die sind ja offiziell auch gar nicht mehr wieder zusammen, ne? Sie geht heulen. Samesies auf jeden Fall. Oh, er ist zusammengebrochen. Auch same. Oh, es ist auch mitten in der Nacht. Es ist doch alles kacki. Naja, dann beschäftige dich doch wenigstens mal mit dem Hund hier. Ich weiß, das ist schon sehr süß. Zumindest haben sie beide frei heute. An diesem Samstag. Sexuelle Neigung, flirten Frauen. Okay. Ich bin halt auch ehrlich, dadurch, dass sie die ganze Zeit traurig ist und so, habe ich halt auch einfach Schiss, dass sie ihr Kind verliert, ne? Das wäre nämlich echt schrecklich. So, wir stimmen für technische Unterstützung. Das würde uns sogar helfen. Weil Jericho hat ja jetzt seine Arbeit in der Astronautkarriere gefunden und dann kriegen wir eine höhere Bezahlung. Also von daher, man darf sich auch mal was Positives hier wünschen im Leben, ne? Heute ist Reden wie ein Pirattag. Ich raste aus. Jess ist einfach auch gestorben. Oh mein Gott. Und vor allem auch an einem Hasen. Dieses Leben ist doch unfair. Oh mein Gott. Sein Leben ist auch gleich vorbeigefühlt wieder. Ich meine, er ist zwar schon tot, aber gefühlt stirbt er gleich nochmal. Guck dir das an, das sind einfach vier traurige Stimmungen. 14 Stunden, 4 Tage, 7 Stunden. Oh mein Gott. Vielleicht gucken die beiden sich einfach mal gemeinsam einen Film an und stehen dabei. Wow. Sie ist mittlerweile schon im dritten Trimester. Toll. Er ist energized.
Kann er sie fragen? A. Bitten, Freundin zu sein. Ich meine, das wäre ja schon mal schön, wenn die wieder zusammen sind. Hat sie Nein gesagt? Ich raste aus, Leute. Das kann doch nicht sein. Ich kann nicht mehr. Das Ding ist, ich will halt auch eigentlich nicht so lange spielen, bis sie hier schon in den Wehen ist, weil ihr müsst mir noch irgendwie Namen in die Kommentare schreiben, weil ich habe gar keinen Plan, wie ich dieses Kind nennen soll. Dieser Part ist alles. Aber stresst mich einfach alles hier so sehr gerade. Komm, sie heult sich einfach ein bisschen aus und irgendwann überwiegen die anderen Stimmungen doch bestimmt. Oh mein Gott, wir können ja ihn sogar an uns binden lassen. Süß. Gemma kommt einfach vorbei. Süß. Aber wir haben gerade noch andere Dinge zu tun. Romantik Festival. Ja, ist mir alles egal. Also, er fühlt sich selbstsicher. Dann sei mal ein bisschen romantisch mit ihr. Und dann wird das hier auch funktionieren. Ich habe ein Geschenk für dich. Ja, schön. Aber ich habe gerade hier andere Probleme. Also sie geht auf jeden Fall drauf ein. Also soll sie jetzt auch einfach mal sagen, ja, wir wollen zusammen sein. Mein Gott. Sie sagt ja. Oh, endlich. Jetzt die Frage, wenn wir jetzt auf Tuchfühlung gehen, sagt sie ja. Bitte. Oh, mein Gott. Endlich. Sorry, Girl. Es tut mir leid. Dieses Leben, ey. Ah! Bowie! Das ist alles zu wild hier. Ich kann nicht mehr. No protection was used. Ist mir egal. Ich bin eh schon schwanger. Also noch mehr schwanger kann ich auch nicht werden. Ja, bevor Moon hier gleich noch platzt und ihr Kind noch entbindet oder so, sollten wir vielleicht einfach mal den Part hier beenden. Wie gesagt, schreibt mir auf jeden Fall Namensvorschläge in die Kommentare. Ich brauch's, egal. Also sowohl für Junge oder Mädchen, weil wir wissen es ja nicht. Oder wissen wir es? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht mehr. Schreibt mir einfach für beides Namensvorschläge in die Kommentare. Und ansonsten, ja, hoffentlich geht's dann beim nächsten Mal nicht allzu wild weiter, sondern mal entspannter. Oh mein Gott, die Wehen setzen jetzt ein. Das Techno-Mädchen war übrigens nur mittelmäßig. Sie ist unzufrieden. Ja, also, wie gesagt, das Kind kriegen wir beim nächsten Mal. Ich kann nicht mehr. Wir müssen jetzt aufhören. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin und tschüss.